Let's play die Zwerge. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Ork-Horde war, die wir südlich aufhalten sollten, aber ich gehe jetzt hier mal noch rum. Ach, whatever. Dann gehen wir mal zum Schwarzjoch. Nach einem Marsch durch den dichten Nadelwald erhebt sich das Schwarzjoch, der unheimliche Tafelberg und das Ziel eurer Reise vor euch in die Höhe. Aus nächster Nähe wird dir die beeindruckende Größe des Bergs bewusst, selbst ohne typischen Gipfel. So, gucken wir mal. Ach, das Spiel macht echt Spaß. Ich mag's total. Bist du dir sicher, dass dieser Famulus hier wohnt? Laut Lot Ionan, ja. Obwohl du dich bemühst, viel Zuversicht in deine Stimme zu legen, siehst auch du keinerlei Anzeichen dafür, dass hier jemand lebt. Keine Burg, keine Tunnel, kein Lager. Hier ist nichts außer dem Berg. Man müsste sich eben genau umsehen. Tu das, Gelehrter. Wir werden so lange hier warten. Du willst protestieren, doch letztlich wäre jedes weitere Wort Verschwendung. Na schön. Schon was gefunden? Ein verstecktes Lager, einen geheimen Eingang, Gold? Nein, bisher nicht. Okay, dann gehen wir wohl weiter. Man sieht natürlich auch relativ wenig hier. Betrachte den Wald. Selbst der dunkle Nadelwald scheint Angst vor dem schwarzen Berg zu haben. Ein alter Baum. Sieht aus, als wenn er jeden Moment umstürzen würde. Geht's hier hoch? Hier geht's hoch. Aus wie Zombies hier, ey. Ah, okay. Wir sind im Kreis gelaufen. Ach, das da oben. Wir haben jetzt gerade 86 Mal Essen und wir brauchen 3 Stück pro Tag. Was ist das da? Tag 44. Hier ist absolut nichts. Nochmal mit ihnen. Schon was gefunden? Nein, bisher. Okay. Okay, was übersehe ich denn nochmal? Als jetzt ein Weg fort? Nee. Irgendwas muss es aber hier geben. Nix, nix, nix. Ah! Na also. Ja, sagt's denn. Hier sollte ich hochkommen. Oh, oh, oh. Puh, das war knapp. Hoffentlich lohnt sich das alles. Aber wer lebt denn hier? Hier ist ein... Nein, doch nicht. Was? Definitiv eine Felswand. Mhm. Schön, dass wir das jetzt wissen. Hier ist etwas eingraviert. Überrascht stellst du fest, dass es sich um Runen in der Zwergensprache handelt. Erbaut mit dem Blut unserer Feinde. Sei unnachgiebig wie der Fels und tränke das Land in ihrem Blut.
Habe ich eigentlich am Anfang gesagt, die dritten sind die Bösen? Ich glaube, es sind die fünften. Waren es jetzt die fünften oder die dritten? Ich weiß es echt nicht mehr. Hallo? Aha. Sieht aus wie eine alte Zwergenruine. Meister Goren? Lord Ionan schickt mich, um Ihnen einige Gegenstände zurückzubringen. Meine Nachforschungen sind praktisch beendet. Das bedeutet, ich kann jetzt endlich zu meinem Sonnenschein ziehen. Ich war zwar noch nicht in Grünhain, aber ich glaube, es wird mir dort gefallen. Ich habe vor meiner Abreise meine wertvollsten Besitztümer im Grab des Horengard deponiert und es magisch gesichert. Das Passwort ist... Die folgenden Wörter erkennst du als Runennamen, aber sie sind in der Gelehrtensprache geschrieben. Daher weißt du nicht, um welche es sich handelt. Grünhain. Na toll. Du hast Gorins Lager im Inneren des Schwarzhofs gefunden. Der junge Mann scheint der Liebe wegen nach Norden ins Dorf Grünhain gezogen zu sein. Du hast erfahren, dass die Orks aus Toboribor gemeinsame Sache mit den Albae aus Zon-Balsur machen. Jemand namens Nod-On, den der Alp Sintoras als Herren der Totenlande des Totenlandes bezeichnet hat, will für Ablenkung im Süden sorgen. Ablenkung wovon? Du nimmst dir vor, Augen und Ohren offen zu halten. Nicht abgeschlossen, die Aufgabe hier, ne? Also muss irgendwie die Ork-Horde noch irgendwo da rumrennen. Gefunden haben wir sie aber noch nicht. Dann schauen wir mal, ob es hier irgendwas zu finden gibt. Aber mir deucht, dass die Antwort wohl nein ist. Südlich vom Turmweiler. Kommen wir hier irgendwo weiter vorne schon runter? Nee. Okay, wieder den ganzen Weg zurück. Ah, schön. Wieder übersprungen. Da freue ich mich. Und Gelehrter? Was haben deine Nachforschungen ergeben? Es gibt eine verlassene Festung im Berg und ich glaube, sie gehörte den Dritten. Boendils Augen verengen sich. Den verdammten Zwergentötern? Eine Festung der Dritten? Hier? Mitten im geborgenen Land? Wir müssen Großkönig Gundrabo darüber informieren. Die Festung ist schon lange verlassen, wie es scheint. Außerdem kann ich nicht nach Ogatod, bis ich meinen Auftrag erfüllt habe. Goren ist in Grünhain. Was will der Großkönig wirklich von mir? Der Großkönig? Warum wollt ihr mich unbedingt zu ihm bringen? Also gut. Es geht um die Wahl des neuen Großkönigs. Gandogar, der König der Vierten, ist mit seinem Gefolge in Ogatod und soll den Thron besteigen. Aber unser amtierender Großkönig Gundrabur will das verhindern. Er befürchtet, Gandogar will einen Krieg gegen die Elben anzetteln. Was habe ich damit zu tun? Wie könnte ich Gandogar aufhalten? Aber was habe ich damit zu tun? Boendil will etwas sagen, wird aber mit einem Stoß in die Seite von seinem Bruder zum Schweigen gebracht. Großkönig Gundrabur wird dir alles erklären, wenn es soweit ist. Du blickst misstrauisch von einem Zwilling zum anderen. Boendil hat eine Unschuldsmiene aufgesetzt und Boendal macht nicht den Eindruck, als wolle er auch nur ein weiteres Wort zu der Angelegenheit verlieren. Warum will Gandogar die Elben angreifen? Was hat dieser König Gandogar gegen die Elben? Zwerge und Elben können sich nicht leiden. Das ist einfach so. Vrakas und Sitalia haben unsere Völker so geschaffen. Das weiß ich. Aber deswegen einen Krieg führen? Nach all der Zeit? Es muss mehr dahinter stecken. Es heißt, der König der Vierten sei hasserfüllt und in dieser Angelegenheit ein Hitzkopf. Was wisst ihr über die Dritten? Eine Festung der Dritten, hier im Herzen des geborgenen Landes.
Das ist bemerkenswert, oder? Und beunruhigend. Aber sie waren schon immer verschlagen. Sie agieren in den Schatten und töten auch dort, wenn es ihnen gelingt. Du kennst ihre Geschichte? Ich habe davon gelesen. Lorimbur, ihr Stammvater, hat den Namen, den Vrakas ihm gegeben hat, abgelehnt und somit keine handwerkliche Gabe von ihm erhalten. Also studiert sein Stamm den Krieg. Das hilft ihnen, den Osten zu verteidigen. Aber es brachte sie auch dazu, sich gegen die anderen Stämme zu stellen. Kein Zwerg würde auch nur auf den Gedanken kommen, seinesgleichen zu verletzen oder gar zu töten. Doch die Zwergentöter sind stolz darauf. Als sie noch mächtig waren, wollten sie sich zu den Herrschern der Zwerge machen. Sie beneiden uns um unser Können. Man hat lange nichts mehr von ihnen gehört, aber du kannst dir sicher sein, dass es keinen Zwerg gibt, der sie nicht hasst. Wie auch immer, euer Großkönig muss warten. Ich habe einen Auftrag in Grünhain zu erfüllen. Aber unser Auftrag ist... Boindil hebt beschwichtigend die Hand und wirft sich bereits den Rucksack auf den Rücken. Lass gut sein, Bruderherz. Sieh ihn dir an. Er hat seinen Entschluss gefasst und du wirst diesen Zwergen-Dickkopf nicht umstimmen. Du kannst dir ein Grinsen nicht verkneifen. Hehe. Ach, ist das schön. Die Helden zu spielen jetzt, was aber, wo ich die Bücher so geliebt habe. So. Beziehungen verbessert. Also Grünhain ist da oben. Jetzt ist nur die Frage, wo ist diese Ork-Rotte hin, die nach Süden geflohen ist? Finden wir die hier irgendwo? Da ist doch nichts. Huh. Erneut kommt er an die Kreuzung mit dem Gasthaus zum Steinernen Schaf. Mit den Zwillingen im Schlepptau gehst du zum nächsten freien Tisch und ihr setzt euch. Der Wirt kommt hinter der Bar hervor und tritt an euren Tisch. Er lächelt schmal. Gut, euch wiederzusehen. Was darf's heute sein? Trotz Boot. Schauen wir zu dem Fragezeichen rein. Oh, was haben wir denn hier? Geh nach Mühlstein. Okay, da ist nichts. Dann wieder zurück. Ihr erreicht ein kleines, geschäftiges Dorf. Überall herrscht emsiges Treiben. Nur eines fehlt. Der alles durchdringende Klang von Metall auf Metall, der normalerweise zu dieser Tageszeit aus der Dorfschmiede ertönen müsste. Vor der Schmiede sitzt ein mürrisch dreinblickender Mann mit seinem rechten Arm in einer Schlinge. Als er euch sieht, erhellt sich seine Miene und er springt auf die Füße. Werte Zwerge, wäret ihr daran interessiert, mir in meiner Schmiede auszuhelfen? Wenigstens für einen Tag. Der Blick des Mannes liegt zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Als ihr nicht sofort antwortet, setzt er nach. Ihr werdet natürlich fürstlich für eure Arbeit entlohnt. Ich kann euch 100 Goldstücke für eure Arbeit zahlen. Was ist mit eurem Arm passiert? Was ist mit eurem Arm passiert? Ein dummer Unfall. Eine Kiste mit Rohlingen ist heruntergefallen. Ich wollte sie auffangen. Es wird verheilen. Zum Glück, aber ich kann den Hammer für eine Weile nicht schwingen. Dann muss ich wohl einiges an Arbeit angesammelt haben. Du nickst verständnisvoll. Du hast dich immer schlecht gefühlt, wenn du krank warst oder aus einem anderen Grund nicht in der Schmiede arbeiten konntest. Eine Menge. Aber wenn es stimmt, was ich über die Schmiedekunst der Zwerge gehört habe, wird es euch ein leichtes sein, alles noch heute zu erledigen. Also ich helfe euch. Ich habe einige Zeit in der Schmiede gearbeitet. Das einige Zeit in deinem Fall fast ein ganzes Menschenleben bedeutet, verschweigst du bescheiden. Wenig später stehst du in der Schmiede und begutachtest das minderwertige Werkzeug des Schmieds, während er die Esse anfeuert und alles so gut für die Arbeit vorbereitet, wie es mit einem Arm geht. Du konntest die Zwillinge nicht überreden, dir zu helfen. Als Krieger würden sie lieber auf die Jagd gehen, hatte Boindil verkündet. Aber du hältst es für wahrscheinlicher, ihn später im Gasthaus bei einem Bier anzutreffen. Dir ist es gleich. Du freust dich darauf, nach langer Zeit wieder schmieden zu können. Stunden später hast du alles um dich herum vergessen. Die Hitze der Esse, der Schweiß auf deiner erhitzten Haut, das Spiel der Flammen. Du bist in deinem Element und arbeitest wie im Rausch. Der Schmied hat die Schmiede längst mit einem zufriedenen Grinsen auf dem Gesicht verlassen. Hey, ich rede mit dir. Überrascht schaust du auf.
Du hast nur das Schlagen des Hammers gehört und hast nicht bemerkt, dass jemand eingetreten ist. Schaffst du das? Du kannst den Mann mittleren Alters auf Anhieb nicht leiden. Seine hellen grauen Augen mustern dich so eindringlich, als wollten sie durch deine Kleidung in dein Innerstes blicken. Der Mann deutet auf zwei Pferde. Die beiden. In einer Stunde. Kein Problem. Die beiden sollen beschlagen werden. Kleinigkeit. Der Mann wirkt nicht überzeugt, aber du machst dich routiniert an die Arbeit, nachdem du die Hufe der Pferde begutachtet hast. Zwei weitere gerüstete Männer stehen bei den Pferden und mustern dich aus den Augenwinkeln. Du konzentrierst dich auf die Arbeit. Das einzige Geräusch ist das melodische Schlagen des Hammers auf den Amboss. Aus dem Augenwinkel behältst du die gerüsteten Männer im Auge. Du vermutest, dass es Söldner sind. Als du gerade das dritte Hufeisen anpasst, betritt ein weiterer gerüsteter Mann die Schmiede und spricht leise mit dem Anführer der Gruppe. Er ist der Einzige hier. Der Mann nickt in deine Richtung und du konzentrierst dich schnell auf deine Arbeit. Du lässt dir nichts anmerken und bringst deine Arbeit zu Ende. Als der Anführer der Söldner dich bezahlt, hast du das Gefühl, als wolle er dich mit Blicken durchbohren. Ohne ein weiteres Wort verlassen die Männer die Schmiede. Also, ihr seid Söldner, nehme ich an. Du willst nur etwas Konversation betreiben, doch der Mann schaut dich nur ungläubig an, als hätte er nicht erwartet, dass Zwerge sprechen können. So etwas Ähnliches. Viel zu tun? Und wisst ihr etwas über die Ork-Armeen aus dem Süden? Wir können nicht klagen. Der Tonfall des Mannes macht dir klar, dass er das Gespräch mit diesen Worten für beendet hält. Schweigend verrichtest du deine Arbeit. Als der Anführer der Söldner dich bezahlt, hast du das Gefühl, als würde er dich mit seinem Blick durchbohren wollen. Ohne ein weiteres Wort verlassen die Männer die Schmiede. Die Männer stoßen vor dem Dorf zu einer größeren Gruppe von Reitern, mehr als einem Dutzend. Du hältst dich versteckt und lauschst. Nicht hier im Dorf. Los, wir suchen nochmal die Straße zwischen hier und Klintal ab. Die anderen Söldner nicken und die Gruppe reitet davon. Du kannst dir keinen rechten Reim darauf machen, was hier vor sich geht, aber es gefällt dir nicht. Du erzählst den Zwillingen von deiner Begegnung und sie beschließen, die nächsten Tage besonders wachsam zu sein. Ihr verbringt die Nacht im Haus des Schmieds und zieht am nächsten Morgen weiter. Nebenaufgabe. Du weißt nicht wieso, aber diese Leute bereiten dir Unbehagen. Na, dann werden wir sicher nochmal treffen. Ich frag mich jetzt nur, wo diese Ork-Rotte ist. Als ihr eine Rast einlegt, beobachtet ihr einen Karren, der unweit von euch die Straße entlang rollt. Auf dem Kutschbock sitzt ein junges, verliebtes Paar, das mehr mit sich als mit dem Rest der Welt beschäftigt ist. Der Anblick erinnert dich an eine alte, ungewisse Frage. Also, ich habe mich gefragt, wie sehen Zwerginnen aus? Hübsch? Sehr hübsch. Aha. Du hast dir mehr Informationen erhofft. Haben sie einen Bart? Nein, ich würde eher sagen, einen Flaum. Sehr anziehend. Und was tun sie? Ich meine, sind sie auch Kriegerinnen? In unserem Stamm kümmern sich die meisten mehr um das häusliche Leben. Sie treiben die Tiere auf die Weiden der Täler, sorgen für gefüllte Vorratskammern und gutes Bier und machen unsere Kleidung. Es kommt nichts Gutes dabei heraus, wenn Mann und Frau nebeneinander stehen und kämpfen. Einige von ihnen sind talentierte Steinmetze und Schmiede. Hüte dich nur davor, ihre Künste zu beleidigen. Sie stehen uns in ihrem Stolz in nichts nach. So, ich kann hier immer noch nichts machen. Ich habe keine Ahnung, wo diese Ork-Rotte ist, im Süden. Aber so weit kann doch die jetzt nicht weggezogen sein. Ich gehe jetzt einfach noch mal ein Stück hier runter, vielleicht finden wir sie ja doch. Muss nur gucken, dass mir das Essen nicht ausgeht. Oh. Scheiße, ich habe kein Essen mehr.
Muss ich jetzt verhungern? Die Bewohner Hufangers gehen geschäftig ihrer Arbeit im Dorf und auf den umliegenden Feldern nach. Von den umherziehenden Ork-Armeen scheinen sie sich nicht beunruhigen zu lassen. Oder sie wissen nichts davon. Hä? Was heißt, ist das 15? Muss ich nochmal ins Gasthaus und das Futter besorgen? Erneut kommt ihr an. Ja, bla bla bla. Mit den Futter. Okay, alles hier. Bestätigen und weiter. Trotz. Also, ich finde die Ork-Rotte nicht. Keine Ahnung. Dann ziehen wir einfach mal weiter. Oder zu den Zwergenhändler möchte ich mal gehen. Gegen Abend macht ihr am Wegesrand eine ungewöhnliche Entdeckung. Ein bunter Händlerwagen steht achtlos abgestellt am Wegesrand und keine Seele ist zu sehen. Das gefällt mir gar nicht. Boindil, sieh du dich dort um, ich bleibe auf dieser Seite. Tungdil, nimm du dir die Umgebung hier vor und sei vorsichtig. Besuche den Wagen. Der Wagen an sich ist unbeschädigt, ebenso die Deichsel. Doch die Bänder und Leinen, die normalerweise die Zugtiere halten, wurden sauber durchtrennt. Umgebung? Dein Blick streift über die Straße und die Wälder auf beiden Seiten. Außer den Zwillingen, die sich ihren Weg in Rufweite durch das Unterholz bahnen, kannst du niemanden sehen oder hören. Okay, dann gucken wir die Spuren an. Um den Wagen herum siehst du viele Spuren im Matsch. Hufspuren und Spuren von Menschen in schweren Stiefeln. Mindestens ein halbes Dutzend lange haben sich dem Wagen von links und rechts aus dem Wald genähert. Das schwächer werdende Tageslicht von draußen erhellt das Innere des Wagens nur wenig. Es riecht nach Leder, Gewürzen und Kerzen. Und da liegt auch noch ein anderer Geruch in der Luft, den du nicht zuordnen kannst. Er erinnert dich an deine Schmiede in Lothionans Stollen und auch wieder nicht. Es herrscht Durcheinander, aber nicht mehr, als du bei einem alleinstehenden Zwerg erwarten würdest. Das Bett ist zerwühlt, auf der kleinen Werkbank türmen sich Werkzeuge und Materialreste. An der rechten Wand hängen mehrere Schränkchen. Am Ende des Wagens gibt es einen großen Kleiderschrank und links neben der Tür eine schwere Holzkiste mit angerosteten Metallbändern. So, In den kleineren Schränken türmen sich jede Menge Dosen und Schachteln, alle gefüllt mit Kleinkram, den der Händler auf seinen Reisen an den Mann oder die Frau bringen wollte. Nichts von Interesse. So, das ist mal der Kleiderschrank. Du greifst zum Knauf des Kleiderschranks und hältst inne. Deine Füße haben auf dem Teppich vor dem Schrank ein Geräusch gemacht, als seist du in eine Pfütze getreten. Du versuchst zu erkennen, was den Vorleger getränkt hat, als plötzlich die Tür des Schranks aufspringt und etwas gegen dich prallt. Der Aufprall lässt dich einen Schritt zurück machen und die Erkenntnis, was dich getroffen hat, gleich noch zwei weitere. Vor dir liegt der Körper eines Zwerges, ohne Kopf. Oh. Der Kopf wurde sauber vom Hals getrennt. Der Zwerg trägt Kleidung, die dich eher an einen Menschen erinnert, und sie zeigt keinerlei Wappen, das ihn einem Stamm zuordnen würde. Du kanntest ihn nicht, aber solch ein Ende hat niemand verdient. Dann gucken wir mal an. Der Kopf wurde sauber abgetrennt, vermutlich mit einer scharfen Klinge. Ein Blick in den Kleiderschrank bestätigt dir, was du schon vermutet hast. Der Kopf des Zwergs ist nirgends zu sehen. Als du testweise versuchst, den Deckel der Truhe anzuheben, erkennst du, dass das Schloss aus dem Holz gebrochen wurde. Du öffnest den Deckel und blickst hinein. Zwischen Kleidung und einigen leeren Schachteln findest du einen Lautenkasten mit einer schönen Laute, wie die Menschen sie bauen, sowie einen Beutel mit Brot und gepökeltem Fleisch. Nahrung nehmen wir mit. Du nimmst das Brot und das gepökelte Fleisch mit. Der zusätzliche Proviant sollte euch für einige Tage versorgen. Du nimmst die Laute an dich. Du kannst nicht spielen, aber solch ein Instrument ist gutes Gold wert. Und raus. Richte den Zwillingen von deinen Entdeckungen. Ein kurzer Pfiff lässt die Zwillinge im Laufschritt herbeieilen.
Du berichtest ihnen, was du entdeckt hast. Es war eine Gruppe Reiter hier, mit schweren Stiefeln. Ich habe Mord im Wagen gefunden. Er wurde geköpft. Ich habe den Verdacht, dass die Söldner aus Brachstein etwas damit zu tun haben. Verdammte Zwergentöter! Du siehst Boindil an, dass er jemanden dafür bezahlen lassen will, und du kannst seine Gefühle nur zu gut verstehen. Ihr wickelt den Leichnam in Leinen, hebt ein Loch im Wald aus und legt den Leichnam hinein. Ihr gebt ihm ein paar seiner Werkzeuge und andere persönliche Gegenstände mit, die ihr im Wagen gefunden habt. Ihr wünschtet, ihr könntet mehr für ihn tun. In düsterer Stimmung setzt ihr eure Reise fort. Tja, da haben wir auch schon eine Spur, was die Söldner da so angerichtet haben. Aber warum steht jetzt hier unten 15? Was passiert, wenn ich jetzt weitergehe? Verändert sich diese Zahl? Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle den Folgenpause machen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal bei Die Zwerge.